Guten Morgen, Frau Rössner. Guten Morgen, alle miteinander. So. Der Plan für heute ist selbstverständlich wieder, steht ja schräg hier, es geht auch nicht, ist selbstverständlich wieder auf unserer Homepage zu finden, fos-laupheim.de. So wie es insgesamt aussieht, scheint das Ganze ja noch ein bisschen zu dauern. Und fachpraktischer Sportunterricht, wie man das so schön sagt, wird vermutlich in absehbarer Zeit nicht stattfinden können. Leider. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht in Form bleiben muss. Das bedeutet vielmehr, dass man sogar noch mehr in Form bleiben muss und sich noch mehr selbst drum kümmern muss. Vielleicht machen die Schwimmbäder ja bald auf, habe ich heute Morgen gelesen. Dann könnte man da auch schon mal hin zum Trainieren. Ansonsten werden wir das weiterhin zu Hause machen müssen, weil eben Sportunterricht nicht stattfinden kann. Das ist schade, aber ist halt so. Heute bin ich auch, ihr seht das vielleicht, ein bisschen in einem anderen Raum, heute im Wohnzimmer, weil die anderen Räume belegt sind. Wenn eine gesamte Familie auf Homeoffice und Homeschooling umstellen muss, ist das auch relativ krass. Zum Glück haben wir echt den Platz und können es deswegen so machen. Was ihr jetzt braucht, ist einfach nur ein bisschen Platz, wo ihr euch freiräumen müsst. Wir haben hier heute 7 Übungen. Das sind 1, 2 neue sind dabei und ein paar Klassiker natürlich. Ihr braucht was zu trinken, ist klar. Und am Schluss zeige ich euch noch eine Sache, die unbedingt machenswert ist, also die ihr unbedingt mal machen sollt, die ist ziemlich cool für die Muskelentspannung. Wenn ihr jetzt zu Hause tatsächlich solche Übungen macht mit Körperspannung, die wir immer wieder machen und eure Muskeln auf einmal vielleicht ein bisschen mehr arbeiten wie die letzten Wochen, dann ist eine Massage und sich ein bisschen um die Muskulatur und die Faszien zu kümmern nicht schlecht. Wir fangen an mit Jumping Jacks, 25 Stück, Damen und Herren, 25 Hampelmänner. Und da war jetzt ja noch einer mit dabei. Schiebe euch mal noch ein bisschen zurück. So, also Jumping Jacks immer gut zum Aufwärmen. Das zweite war originäre Liegestütze. Ich sage nochmal, bitte beachtet bei den Liegestützen, dass ihr immer in Körperspannung bleibt. Das heißt, der Arsch darf nicht durchhängen und auch den Hintern nicht zu weit hochnehmen. Das ist nur so eine Sache der Entlastung. Das sieht man sehr häufig bei jungen Leuten, die Liegestütze machen, dass sie den Hintern hochnehmen. Wenn einem das zu schwer fällt für den Anfang, darf man auch gerne auf den Knien bleiben und dann nach unten gehen. Wichtig ist, dass der Rücken gespannt ist, dass ihr mit Hilfe der gesamten Muskulatur den Körper gerade haltet. Also, wir machen 10 Liegestütze. Ihr legt mal los. So, die führt ihr natürlich mit eurer Geschwindigkeit durch, so wie ihr das könnt. Auch bei den Liegestützen gibt es natürlich unterschiedlichste Formen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich kann die Beine höher tun, kann sie zum Beispiel hier auf so ein Sofa legen oder so. Ich kann die Arme breiter stellen, ich kann sie flacher stellen. Das macht ihr einfach so, wie es für euch passt. Heute eine neue, das wäre die Schulterbrücke. Diese Übung, dafür müsst ihr euch auf den Rücken legen. Wir stellen die Beine so an, legen die Hände, die Arme neben den Körper und dann muss der Körper, der Hintern, angehoben werden, dass wir hier in die Gerade kommen. Nur die oberen Schultern bleiben liegen.
Dann singen wir wieder ab und wieder auf. Das dann wieder kurz halten. AZ wieder, Arsch zusammen, das heißt, der Hintern ist angespannt. Wir kombinieren das Ganze jetzt noch, wenn man hochgeht, mit dem Heben des Beines. Das bedeutet, wir gehen hoch und das Bein geht mit. Wir gehen hoch und das Bein geht mit. Wir gehen hoch und das Bein geht mit. So, ihr macht das einfach auch mal mit. Das Bein ausstrecken und dann kurz halten. Ihr spürt schon, um welche Muskelbereiche es sich hier handelt. Untere Rücken, Hüfte und Po. So, noch einmal. Falls ihr bei solchen Übungen irgendwann mal Rückenschmerzen bekommt, macht euch rund, indem ihr so nach unten geht und lasst euch dann mit dem Atem immer tiefer sinken. Wir haben jetzt Planke mit Beinheben, das wäre wieder eine Übung, deswegen bleibe ich jetzt hier in der Entfernung. Wir haben gesagt, Planke eine Top-Übung. Allein die Frau Rössner, geschätzte Kollegin meiner Schule, hat die Planke im Barcamp vorgeschlagen als Übung. Also Planke mit Beinheben, das heißt, wir gehen jetzt in die Planke, wir gehen wieder auf die Unterarme. Und wenn wir eine Planke, und jetzt heben wir dann noch immer abwechselnd ein Bein. Und dann machen wir jede Seite 10 Mal, das heißt, insgesamt 20 Mal ein Bein heben, das ist schon fordernd. So, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt und muss auch auf die Uhr schauen. Wir haben noch genau 5 Minuten Zeit. Wir sind jetzt bei Bauchpresse, 10 Mal. Dafür komme ich wieder ein bisschen vor hier. So, Bauchpresse. Wisst ihr, Beine aufstellen und wir machen 10 Mal. Wir schauen an die Decke, richten uns kurz auf. Der untere Rücken bleibt liegen. Zehnmal. Das war schon sehr gut. So langsam wird es auch warm. Ihr merkt das. Noch 10 Mal den Mountain Climber. Beim Mountain Climber gehen wir auch wieder in die Planke. Heute viele Core-Übungen. Gehen wir in die Planke und ziehen dann ein Bein nach vorne. Setzen wir ab. Zack. 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 So, und bevor wir die Abschlusshampelmänner, die Jumping Jacks machen, noch ein kleiner Tipp. Ihr kauft ja jetzt vielleicht auch ab und zu online ein. Das werdet ihr tun, machen ihr alle und im Moment in der Krise noch mehr. Ihr müsst nicht unbedingt bei Amazon bestellen, es gibt auch andere Online-Läden. Oder geht, vielleicht auch wenn ihr mal einkaufen geht, tragt auf jeden Fall, ihr wisst ja, Maskenpflicht für alle, tragt eine Maske, haltet Abstand und kauft euch eine sogenannte Black Roll oder eine Faszienrolle.
Die sind extrem gut, um die Muskulatur zu entspannen, die Faszien ein bisschen aufzulösen, die vielleicht verklebt sind. Ein kleiner Ball und eine Faszienrolle. Die sind aus hartem, geschäumtem Kunststoff und damit kann man sich wunderbar die Muskeln massieren. Wir würden dann nämlich eventuell auch ein paar Übungen damit machen. Ihr gebt einfach hier mal, auch unter diesem Video vielleicht, gebt mal einen Hinweis, Daumen hoch für, lass mal das mit der Faszienrolle machen. Und zum Outro, 25 Hampelmänner. Das war's für heute. 15 Minuten Workout mit zwei neuen Übungen. Ihr schaut da einfach nochmal auf der Homepage dann. Wir sehen uns nächste Woche. Das war jetzt übrigens die 10. Ausgabe. Schon krass, wie lange wir das schon machen. Stay in shape, bleibt in Form, passt auf euch auf. Denkt immer an die Mund-Nasen-Maske. Haltet Abstand, bleibt sauber. Ich wünsche euch was.